Auf jeden Fall wurde vor kurzer Zeit ein 19-Jähriger hier erschossen und die sind crazy hier in Memphis. Also Grenzüberschreitungen waren für mich seit meiner Kindheit etwas ganz Normales. Ich habe immer extrem gelebt. Ich habe immer irgendwo in einer Parallelwelt existiert. Und die Unterwelt, die Gangs, die Gewalt und das alles hat mich irgendwo aufgesogen und auch angezogen für viele Jahre in meinem Leben. So. Und ich habe das Gefühl, jetzt ist die Zeit, tatsächlich darüber zu sprechen und Menschen die Augen für eine Welt zu öffnen, die sie vielleicht nur aus dem Fernsehen kennen, aber in der Authentizität so noch nie gehört haben. Weil das ist alles echt, das sind Geschichten, die ich erlebt habe. Das ist absolute Real Life. Ja, und dann gibt's da noch die andere Seite. Ich hatte irgendwann das Gefühl, dass ich mich mit meinem inneren Kind, das damals aus dem Wald hinausgerissen wurde, das in diese Welt hineingespuckt wurde und das so viel Ablehnung auch für diese Welt hatte, was zu all dem geführt hat, was ich so gemacht habe in meinem Leben und worauf ich teilweise auch nicht stolz bin, dass ich mich mit dem Kind versöhne und zur Natur zurückkehre. Und seitdem ich das gemacht habe, geht es mir wesentlich besser. Ja. Es ist einfach Wahnsinn. Wer hätte das gedacht? Vor so vielen Jahren, dass ich mal irgendwann hier stehen werde und so eine intensive und krasse Wildnis sehen kann. Du siehst hier